Hallo alle zusammen. Hier ist eine Anleitung zur Wiederherstellung von Daten aus einem RAID-Array, das auf einem 6-NAS-Modell Black Armor mit 4 Festplatten aufgebaut ist. Sie erfahren, wie Sie Daten aus dem Papierkorb eines Network-Recorders wiederherstellen, diese Funktion aktivieren und Informationen bei einem Ausfall des NAS-Servers wiederherstellen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Obwohl NAS-Geräte zuverlässige Speichergeräte sind, können sie früher oder später ausfallen. Wenn Sie nicht auf Ihrem NAS gespeicherten Daten zugreifen können, können Sie versuchen, die Dateien mit einer speziellen Datenwiederherstellungssoftware wiederherzustellen. Bei der Wiederherstellung von NAS-Daten geht es in der Regel darum, die Laufwerke aus dem Speicher zu entfernen, sie an einen anderen Computer anzuschließen und die Dateien mit Hilfe von Datenwiederherstellungssoftware wiederherzustellen. Im Falle einer versehentlichen Löschung können die Dateien im Papierkorb des Netzwerk-Records gesucht wurden. Wie das geht, sehen Sie im folgenden Video. Schauen wir uns zunächst an, wie man ein RAID-Array auf diesem NAS-Gerät erstellt. Und um RAID-Typ zu erstellen oder zu ändern, öffnen Sie die Registerkarte Storage-Speicher. Falls hier fremde Laufwerke vorhanden sind, installieren Sie diese. Klicken Sie auf dieses Symbol. Gehen Sie als nächstes auf die Registerkarte Volumes. Ursprünglich hatte ich eine Composite Array aus einem einzigen Laufwerk erstellt. Um es in RAID 5 zu konvertieren, müssen Sie dieses Volumen entfernen. Dadurch werden die Informationen auf dem Laufwerk überschrieben. Bestätigen Sie mit OK. Wenn wichtige Daten darauf gespeichert sind, erstellen Sie eine Sicherungskopie. Im Falle eines Ausfalls oder einer Fehlfunktion haben Sie bereits Daten geschrieben, aber bei der Wiederherstellung wurden einige davon überschrieben oder das Gerät hat sie vollständig gelöscht. In diesem Fall besteht die richtige Lösung darin, die Information mit einer speziellen Software wiederherzustellen. Nachdem Sie auf Hinzufügen geklickt haben, klicken Sie auf das Pluszeichen. Wählen Sie die Festplatten aus denen Ihr zukünftigen Array bestehen soll. Und klicken Sie auf Weiter. Legen Sie den RAID-Typ fest, geben Sie einen Namen und die Größe an und klicken Sie auf Weiter und Fertigstellen, um den Vorgang abzuschließen. RAID-Konfiguration erfolgreich geändert, neue Synchronisierung, Formatierung wird durchgeführt. Die neue Synchronisierung und Formatierung der Laufwerke hat begonnen. Dieser Prozess ist recht zeitlaufendig. Klicken Sie auf den Status, um den Fortschritt und die ungefähre Zeit zu sehen. Um einen Netzwerkrekord zu erstellen, müssen wir warten, bis der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist. In der Zwischenzeit aktivieren wir das FTP-Netzwerkprotokoll, um auf das Netzlaufwerk zu zugreifen. Öffnen Sie dazu die Registerkarte Netzwerk, Dienste. Um FTP zu aktivieren, aktivieren Sie hier das entsprechende Kontrollkästchen, Senden, Bestätigen. Gehen Sie dann zurück zur Registerkarte, Speicher. Hier klicken Sie auf das Plus hinzufügen, den Namen des zukünftigen Ordners angeben, Beschreibung, der erforderlichen Netzwerkprotokolle markieren und den Papierkorb für diesen Netzwerkordner einschalten bestätigen. Als nächstes müssen Sie den Zugriff konfigurieren. Ich werde den allgemeinen Zugriff auf diesen Vertrag nicht aktivieren. Um den allgemeinen Zugriff zu aktivieren, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen hier bestätigen.
Die Steuerung der Ressourceneingabe wurde aktualisiert. Um die ICCSI-Verbindung zu konfigurieren, öffnen Sie die Registerkartenspeicher und aktivieren Sie sie, indem Sie das Kätzchen aktivieren ankreuzen und dann auf Bestätigen klicken. Installieren Sie IQN, klicken Sie auf Bestätigen und Fertigstellen. ICCSI-Rolle aktiviert. Verbinden Sie sich dann über FTP oder ICCSI und schreiben Sie die Daten. Wenn Ihr NAS funktioniert und ein Netzlaufwerk verfügbar ist, Sie aber versehentlich Daten von diesem Laufwerk gelöscht haben, können Sie versuchen, diese über den Papierkorb wiederherzustellen. Öffnen Sie dazu die Registerkarte Speicher, Papierkorb Manager. Navigieren Sie zu dem Ordner, aus dem Sie die Dateien gelöscht haben, und stellen Sie sie wieder her. Wenn der Papierkorb für das betreffende Verzeichnis nicht aktiviert ist, müssen Sie eine Datenwiederherstellungssoftware verwenden. Wie das geht, zeige ich Ihnen später. Aber jetzt schauen wir uns erstmal einmal an, wie Sie die Papierkorb-Funktion für einen Netzwerkrekord aktivieren. Öffnen Sie die Registerkarte Speicher, gemeinsame Ordner. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol neben dem gewünschten Ordner und aktivieren Sie den Papierkorb. Gelöschte Dateien werden nun in den Papierkorb verschoben und wenn sie versehentlich gelöscht werden, können Sie sie wiederherstellen. Da in unserem Fall der Papierkorb nicht aktiviert wurde, ist es nicht möglich, die Daten auf diese Weise wiederherzustellen. In solchen Fällen sollten Sie eine zuverlässige Datenrettungssoftware verwenden. Im Falle von versehentlichen Löschen, Laufwerkformatierung, Feldkonfiguration und anderen Datenverlusten oder NAS-Laufwerk-Zugriffsverlust und RAID-Array-Beschädigung kann Hetman RAID Recovery Ihnen helfen, wichtige Informationen wiederherzustellen. Auf den meisten NAS-Geräten läuft eine angepasste Version von Linux. Verschiedene proprietäre RAID-Verwaltungssysteme basieren auf zwei Linux-RAID-Technologien, MDAM-DM und LeEVM-2. Diese Systeme schaffen bessere Schnittstellen für die Festplattenverwaltung, während die zugrunde liegende Technologie rein Linux-nativ bleibt. Hetman RAID Recovery unterstützt beide Technologien und kann in den meisten Fällen solche RAID automatisch erstellen. Dies ist eine umfassende NAS-Datenwiederherstellungslösung, mit der Sie Ihre Dateien in einer Vielfalt von Situationen wiederherstellen können. Es unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme, einschließlich NAS-Systeme. Entfernen Sie die Laufwerke aus Ihrem NAS und schließen Sie sie an Ihren Windows-PC an. Denken Sie daran, den Strom auszuschalten, wenn Sie die Laufwerke aus- und einstecken. Wenn Sie die Laufwerke aus dem Speicher entfernen, beschriften Sie alle Laufwerke entsprechend Ihrem Erweiterungsschacht. Diese Verknüpfungen helfen bei der Wiederherstellung und, falls erforderlich, bei Wiederentsetzen des Systems. Wenn das Betriebssystem des PKs an den Sie die Laufwerke anschließen, Sie auffordert, die Laufwerke zu initialisieren oder zu formatieren, tun Sie dies nicht, da sich die Laufwerke sonst nur schwer wiederherstellen lassen. Das Dienstprogramm verfügt über eine automatische verschlüsselte Scan-Engine zur Erkennung und Wiederherstellung von NAS-Daten in verschiedenen Datenverlust-Szenarien. Es scannt die Laufwerke, subtrahiert Serviceinformationen von ihnen und baut das gestörte RAID wieder zusammen. Und dann werden RAID-Informationen angezeigt. Überprüfen Sie, ob die Software das System richtig erkannt hat. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und dann auf Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse aus und starten Sie den Scan-Vorgang. Nach der Analyse wird der Inhalt der Laufwerke aus der rechten Seite des Fensters angezeigt. Wie Sie sehen können, hat die Software alle Dateien gefunden, die auf das Netzlaufwerk geschrieben wurden. Wenn Sie nach Dateien suchen, die versehentlich gelöscht wurden, sind diese hier mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Markieren Sie das Kätzchen für alles, was Sie wiederherstellen möchten, klicken Sie auf Wiederherstellen und geben Sie das Verzeichnis an, in dem es gespeichert werden soll. Danach befindet sich diese Datei in dem angegebenen Ordner.
Bei der Analyse von RAID mit dem Betriebssystem zeigt die Software mehrere Arrays ein. Ein gespiegeltes RAID mit dem Betriebssystem und ein fünftes RAID mit Daten. Wenn Sie Daten aus dem Systemordner wiederherstellen müssen, analysieren Sie das Spiegel-RAID, auf dem sich die Systemdateien befinden. Um versehentlich gelöschte Daten von einem ICS-Laufwerk wiederherzustellen, führen Sie die Datenwiederherstellungssoftware Hetman RAID Recovery als physisches Laufwerk aus, was bedeutet, dass Sie das Laufwerk scannen und versehentlich gelöschte Daten von ihm wiederherstellen können. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, öffnen, wählen Sie Art der Analyse aus und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Sie sehen können, hat das Programm alle Dateien gefunden, die sich auf dem Laufwerk befinden, sowie diejenigen, die gelöscht wurden. Markieren Sie Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Hetman RAID Recovery baut beschädigte Arrays automatisch wieder auf, wenn die Festplatte frei von Daten ist. Wenn der Datenträger jedoch beschädigt ist oder die Serviceinformationen beschädigt sind, können Sie möglicherweise kein automatisches RAID erstellen. Wenn Sie die Parameter des beschädigten Datenträgers kennen, können Sie ihn mit RAID-Konstruktor manuell erstellen. Öffnen Sie den RAID-Konstruktor, wählen Sie manuell erstellen und füllen Sie die Felder mit den RAID-Daten aus. Typ, Blockreifenfolge, Größe. Fügen Sie die Datenträger hinzu, auf denen er besteht, legen Sie die Reihenfolge mit den Pfeilen fest und füllen Sie fehlende Datenträger mit leeren Datenträger aus, indem Sie auf die Plus-Taste drücken. Wenn die Parameter korrekt sind, befindet sich in der Regel mindestens eine Partition am unteren Ende des RAID. Erweitern Sie sie, um nach den erforderlichen Ordnern zu suchen. Wenn die richtigen Ordner angezeigt werden, wurde das RAID korrekt erstellt. Nachdem Sie alle bekannten Parameter angegeben haben, klicken Sie auf Hinzufügen und Sie gelangen zum Festplattenmanager, wo das hinzugefügte RAID angezeigt wird. Um ihn wiederherzustellen, muss man ihn nur noch analysieren. Die Dateien befinden, die zurückgegeben werden müssen. Sie markieren und sie wiederherstellen, indem man den Zielordner angibt. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat, stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.